Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 von Gothic 2 The Dark Saga. Wir sind zurzeit in so einem Fallenraum mit Varak Adu, der uns aber allerdings am Ende einfach nur abmurksen wollte. Und wir mussten ihn töten. Gut, bei diesem Tagebucheintrag ist das Ganze dann doch sehr eindeutig. So, da musste ich mich kurz stummen, weil ich niesen musste. Jetzt hat er auf einmal Heilkräuter und ein bisschen Gold dabei. Okay, der ist tot. Und ich glaube, der Raum ist jetzt offen. Der war nämlich davor zu. Das war noch der Raum, wo ich gesagt habe, ey, das sieht aus wie ein Schlüsselloch. Es liegt an der Textur. Scheinbar ging der Raum wirklich auf. Umso besser. Umso besser. Hier gibt es nur einen Knopf. Und was macht der? Kann man hier irgendwas? Nein? Also die dunkle Schamanen-Quest scheint wohl mit der Hauptquest einherzugehen. Ist nichts mehr neu. Hier haben wir auch keinen Raum. Also muss ja vorne irgendwas passiert sein. Ist ja die logische Schlussfolgerung. Vielleicht ist ja jetzt die Brücke da. Das kann sein. Mirage hat nichts zu sagen. Ja, du musst mir nicht erzählen, was ich tun muss. Ja, doch, wir haben die Brücke geöffnet. Und da ist auch da Harum. Der ist aber tot. Weil der ist ein Blödmann. Haben wir hier wieder Gegner? Jawohl. Jetzt geht's hier mal wieder rum. Und ab. Und die Gaudi und Kogon. Sterblicher, ich bin überrascht, dass du es hierher geschafft hast. Aber du wirst sowieso sterben. Die Gefahr ist mir nicht fremd. Wie du willst, Sterblicher. Сейчас ты получишь. Умри, подонок! Okay. Was soll das jetzt hier? Ingmars Helm. Varak Adu töten, der andere ist auch schon tot. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das hier soll. Warum hat er mich jetzt hier eingeschläfert? Ich dachte, ich muss die alten Zombies töten. Ich meine, ich stehe jetzt eh gleich wieder auf. Weil der hat mich ja einfach nur in Schlaf versetzt, während mich alle anderen in Ruhe lassen. Auch sehr kurios. Hey du! Verlasse den Tempel des Schädels. Du hast noch eine Chance, dein wertloses Leben zu retten. Ja, aber ich muss doch hier. Nimm mich echt nicht an. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Warum machen die hier nichts? Sollen die wirklich nichts machen? So, hier muss auf jeden Fall weitergehen. Ich meine, so Skelette wegzuhäckseln, das muss ja, oder kann ja nicht schaden. So, da hinten ging es auch noch weiter. Das ist alles schon sehr, sehr, sehr komisch. Ich gehe einfach mal weiter. Aber ich glaube, wir sollten die schon irgendwie dezimieren. Da kommt der Dicke. Ich glaube nämlich, ich hatte mal was von gelesen. Ich glaube, das könnte der Gegner sein, weswegen es sinnvoll wäre, das Silberschwert nämlich bis hierhin zu behalten. Ui, der hat ja guten Kram dabei. Ich bin zwar nicht sicher, ob die jetzt hier alle wirklich so friedliebend sein sollten.
Aber ich boxe sie einfach mal nieder. Zumindest die normallos. In der Hoffnung, dass das jetzt hier nichts kaputt macht. Telekinese mal ausgepackt, ne? Man kann ja auch was übersehen. Müssen wir präventiv gegen vorgehen. Und was haben wir hier? Wir haben irgendwie 4 Steine. Und 3 Teleporter. Aber nichts zu holen, die Telekinese sagt nein. Da ist noch ein Schalter. Hier nicht. Ja, puh, einfach mal probieren, oder was? Im Ernstfall einfach mal alles aktivieren. Schaden kann es ja nicht, wollte ich gerade sagen. Und schon bin ich eingefroren. Eieiei. Tauchen da immer Gegner auf? Ist mir einfach woanders gespawnt, das Schwein. Eine dumme Sau. Aber der hier ruft keine Gegner hervor. Okay. Mal den hier probieren. Was der vorhat. Vielleicht müssen wir ja trotzdem alle Schalter hier benutzen. Oder vielleicht nur irgendeinen speziellen. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall würde es sich lohnen, jetzt erstmal noch ein paar Tränke wegzusüffeln. Okay, hier ist keiner gespawnt. Vielleicht kommen auch immer nur alle 2 Steine irgendwelche Gegner. Oder es gibt eine richtige Reihenfolge zu beachten. Mit dem kamen auch Gegner. Oder auch nicht. Haben wir einen übersehen? Hier drin in dem Raum sind 5 Stück. Und hier außen noch ein 6. Hatte ich einen übersehen? Nee, den hatten wir. Den ganz außen hier auch, oder? Wir haben ein bisschen an der Bewegung, wie er die Steine dreht. Wenn er sie nach rechts dreht, aktiviert er sie. Wenn er sie nach links dreht,
Zurück zur Ausgangsposition. Den hatten wir auch schon. Und den auch schon. Ja, wir hatten alle 6 Stück. Den ja sowieso, da kam ja der Gegner raus. Puh, tja, So ganz schlau werde ich da jetzt nicht raus. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gegner haben wir platt gemacht. Und zu holen gibt's hier irgendwie nichts. Vielleicht hat's ja wirklich mit irgendeiner Kombination zu tun. Und gerade bei solchen Rätseln habe ich sehr gerne, wenn ich irgend so einen Kameraschwenker hinbekomme, dass halt irgendwas passiert ist. Ne? Denn falls was passiert ist und wir werden einfach nicht informiert, ist das einfach nur doof. Aber hier und da ist noch zu. Verlasse den Tempel des Schädels. Und der hat seine beiden alten Zombies da. Erklären. Das ist ganz einfach. In einer von ihnen findest du Geister, die ein großes Artefakt bewachen, den Helm von Inga. Bring den Helm zum... Tja, sollen wir den Kogon vielleicht einfach töten? Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwie was bringt. Wir machen keinen Schaden und der... Okay, der schickt uns auch nur in die Welt der Träume, der bringt uns nicht um. So. Und er sagt, dass wir verschwinden sollen. Die silberne Klinge bringt wohl nichts. Hat das wohl mit was anderem zu tun? Eisklinge ist auch Quatsch. Aber die verzauberte Klinge. Die bringt auch nichts. Okay, sehr faszinierend. Hier kann man nicht drauf drücken. Links und rechts sind die Gänge zu. Fackel kann man auch nicht interagieren mit. Hier ist auch nichts. Also hier geht es auf jeden Fall weiter. Die beiden Türen müssen sich öffnen lassen. Davon ist auszugehen. Hey, ein Trank. Juhu, den dürfen wir benutzen. Den haben wir ja fair gefunden. Verlasse den. Genau, der will, dass wir den hier verlassen. Da hinten ist zu. Das heißt, die Lösung kann nur hier unten sein. Bei diesen komischen 6 Steinen. Die man irgendwie alle drehen kann. Es gibt aber halt auch keinerlei Hinweis darauf, in welcher Reihenfolge man die halt drücken muss. Einmal sind Gegner gespawnt. Aber bei allen weiteren Aktionen dann nicht mehr. Die sind jetzt auch nicht in irgendeinem besonderen Muster oder so angeordnet. Ich war es gar nicht schlecht, nochmal neu zu laden. Aber gebracht hat's nix.
Telekinese sagt auch nichts. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch bleibt, ist irgendwie zu vermuten, dass wir irgendwas falsch gemacht haben und wir hätten den Kogon niemals angreifen dürfen. Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, weil der schläfert uns ja nur ein. Ne? Das heißt, der macht uns ganz klar, dazu besiegen kannst du mich nicht. Nett, dass du es versuchst, aber wenigstens ist hier jetzt kein Neuladen angesagt. Ne? Das wäre jetzt so die erste Vermutung. Ich glaube, da werde ich mal anderweitig gucken müssen. Ja, so, da sind wir wieder. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe einfach neu geladen. Ich hätte den niemals angreifen dürfen, den Kogon. Ich bin jetzt nochmal noch darunter. Habt wie auch beim ersten Mal den hintersten gedrückt, den hintersten Schalter. Und dann hat es geklappt. Irgendwie hat es dann mehrmals nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt. Dann öffnet sich nämlich einfach folgerichtig diese Tür hier. Und wir kriegen hier gar keinen Schaden durch die ganzen Stacheln. Die ganzen toten Orks hier, die hatten wohl weniger Glück. Warum ist hier eigentlich eine Barrikade oder eine Barriere? Aus Holz. Na egal. Soll mir egal sein, wir kommen weiter. So wie es sein soll. Und was geht hier ab? Da ist ein Trank im Eck. Bös versteckelt. Noch ein Trank. Tatsächlich habe ich jetzt nicht den Gesundheitstrank mitgenommen. Glaube ich, der müsste noch andernorts da oben warten, weil ich habe ja neu geladen. So. Was geht hier ab? Ein Teleporter, alles klar. Müssen wir machen. Führt kein Weg dran vorbei. Hier haben wir einen Crawler. Nichts zu holen. Krieger. Ah, so ein Fallensteller, ein Gruftwächter. Der ist einfach One-Hit. Warum ist der eigentlich schwächer? Als der Crawler. Und der Punkt ist, was hat es eigentlich mit denen jetzt überhaupt auf sich? Kommen die nochmal vor in der Quest? Also in der Hauptquest, in der Story? Diese Fallensteller, die ja überall auf der Karte auch sind und eigentlich relativ wichtige Spots beschützen oder so. Oder zumindest magisch wirkende Orte. So, schnetzeln wir halt mal die Crawler ab. Muss es eigentlich immer so dunkel sein. Aber da können wir ja sogar was gegen machen. Genau hierfür habe ich nämlich den ersten Kreis der Magie gelernt. Ich könnte kotzen, das hat nichts gebracht. Was ist das hier für ein Scheiß? Wollt ihr mich komplett veräppeln? Was soll das hier? Warum bringt das Licht nichts? Und hier soll man eigentlich interagieren. Aber irgendwie macht es der Held nicht. Jetzt vielleicht? Aha. Dann hacken wir das hier auf. Und sind jetzt hier nur einmal durch, oder was? Ja, halte mal, was hat das jetzt gebracht? Okay, also gut, ich komme in jedem Fall hier rein. Dann muss es da eigentlich weitergehen. Aha. Da war noch ein Schalter beim Fallensteller, beim Gruftwächter. Bei dem Simbel, du Hinne. Und jetzt können wir hier wieder zurück. Das mit dem Licht ist wirklich eine sehr große Enttäuschung. Habe ich einen Schalter gedrückt? Was passiert jetzt? Jetzt sind wir schon wieder hier.
Wir werden woanders hin teleportiert. Und zwar genau hier hin und jetzt können wir hier einen Schalter drücken. Und jetzt können wir hier einen Schalter drücken. Und jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt ist die Barriere aus. Oder was? Tatsache. Also ich finde es ganz cool, tatsächlich, mit den Rätseln hier. Die sind ganz gut konzipiert. Bin auch manchmal ein bisschen irreführend, aber das haben halt Rätsel so an sich. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Finden noch einen Trank. Was ist es für einer? Ah, irgendein Normalo-Trank. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir hier weiter in den Tempel des Schädels hineinkommen. Bis dahin. Tschüss.